Ich denke, alles ist bereit. Oh, hey, Mandy, du bist schon da. Hier wohnst du? Oh, naja, hi. Setz dich, mach's dir bequem. Hoffe, du magst Chips. Ich lieb die. Oh, okay, danke. Ich hab auch Hunger. Das klappt nicht. Ich war heute bei der Maniküre. Ich komm nicht ran. Na los, ich will diese Chips. Total frustrierend. Okay, jetzt aber. Oh, mein schöner Fingernagel. Das ist deine Schuld. Wow, warte, ganz ruhig. Ich krieg das wieder hin. Und ich brauche nur diese Untersätze. Na gut, den Karton. Guck's dir an. Ich lege sie auf den Tisch. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage den Kleber an der Kante auf. Aber nur auf einer Seite. Den klebe ich auf das andere Stück. Ich drücke es an, damit es auch festklebt. Aus dem Stück habe ich einen Kreis ausgeschnitten. Ich trage wieder Kleber auf und klebe es hierhin. Jetzt klebe ich ein rundes Stück Pappe auf dieses Quadrat. Direkt in die Mitte vom Rand. Und auch auf der anderen Seite. Jetzt wickle ich den Karton um die Kreise. Mit diesen Streifen kann ich das fixieren. Das scheint zu halten. Ich habe in beide Kreise ein Loch gemacht. Und da stecke ich einen Holzspieß durch. Perfekt. Das kommt jetzt in meine Box. Ich habe ein Loch in jede Seite gebohrt, damit das hält und sich dreht. Jetzt mache ich die Box fertig. Obendrauf kommt eine Scheibe. Ich habe noch zwei Boxen gemacht. Auf so ein Stück Karton kommt oben Kleber drauf. Das wird meine Basis. Ich halte es fest, bis es klebt. Puh, jetzt noch die lange Seite. Auf den Boden klebe ich noch ein langes Stück Karton. Jetzt kommen da meine Boxen rein. Ich habe sie oben angeordnet. Sieht gut aus. Jetzt haben wir einen Chipsspender. Wow, der ist fantastisch. Ich nehme die hier. Der funktioniert nicht. Soll das ein Witz sein? Ach, ich zeig's dir. Dreh einfach die Scheibe. Und die Chips fallen in den Becher. Wow, das ist echt cool. Und ich habe mir keinen Fingernagel abgebrochen. Die mag ich. Ich habe jetzt auch Appetit. Und ich habe mir welche verdient. Die sind lecker. So schlimm ist das doch nicht. Nee, ist cool. Ich könnte einen Tag im Spa vertragen. Aber was soll ich machen? Und wenn ich mir diesen Schmuck anschaue, früher hatte ich Diamanten und goldene Armbänder. Alles hat sich extrem geändert. Aber ich finde den hübsch, Mama. Du siehst immer so schön aus. Das ist lieb von dir. Ich muss los. Tschüss, Grace. Hab einen schönen Tag, Mama. Das ist meine Chance. Ich kann in Mamas Schmuckkästchen plündern. Wow, die ist schön. Ich werde wie ein Model aussehen. Was ist hier noch drin? Schicke Ohrringe. Und diese Ringe. Wow. Endlich zu Hause. Ich fühle mich so erwachsen. Mama ist schon zurück? Oh, das ist nicht gut. Hi, Grace. Ich bin wieder da. Ich muss mich entspannen. Was mache ich jetzt? Alles verheddert. Ich bekomme voll den Ärger. Komm schon. Oh, das klappt nicht. Drosseln wir das Tempo. Perfekt. Wow. Hey, das ist ziemlich cool. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Mama? Sie merkt nicht, dass ich hier bin. Hey, ich kann den Karton nehmen. Ist genau, was ich brauche. Ich lege meine Hand drauf und zeichne drumherum. Ich mache den Umriss meiner Hand. Das wird toll. Und Mama wird beeindruckt sein. Okay, das ist geschafft. Jetzt schneide ich die aus. Dann kommt Kleber drauf. Ich trage den auf die Handfläche auf. Es darf nicht zu wenig sein. Das sieht gut aus. Da klebe ich eine zweite Hand drauf. Und dann wird das angemalt. Dieses Orange ist schön leuchtend. Gefällt mir. Jetzt muss es trocknen. Ich mache noch einen Sockel aus einem runden Stück Karton. Und so sieht's fertig aus. Schlag ein! Oh, ich habe Mama vergessen. Ich kann nicht den ganzen Tag rumhängen. Ich habe noch einiges zu tun. Entschuldigung, ich muss durch. Ups, die hätte ich fast vergessen. Das Rumgehetze macht hungrig. Ich brauche einen Snack. Und ich weiß, wo ich den herbekomme. Mama hat sicher nichts dagegen. Lecker! Du bist doch eh auf Diät, Mama. Puh, ich bin fix und fertig. Zurück zur Normalität. Hey, Mama! Was ist hier los? Schau dir meine Halsketten an. Was hast du getan? Kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Was ist das? Ist das für meinen Schmuck? Was für eine gute Idee. Ich stecke hier meine Ringe drauf. Das ist großartig. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist so begabt. Ja, ich weiß. Und das ist wirklich handlich. Verstanden? Du verdienst eine Belohnung. Hä? Wie ist das passiert? Sehr seltsam. Danke, Mama.
ich liebe Schokolade. Voll lecker. Hier, bitte sehr. Danke, Schatz. Lass dich umarmen. Au, das tut so weh. Mama, ich brauche Hilfe. Was ist los? Oh je, alles okay? Mein armes Baby, was ist passiert? Oh, nicht anfassen. Keine Sorge, das haben wir gleich. Moment mal, da fällt mir etwas ein. Gib mir mal dein Handy. Ah, Hobbit, wie beruhigend. Mama, mir tut immer noch alles weh. Was? Oh, tut mir leid, bin gleich wieder da. Interessiert Sie das überhaupt? Mama, kommst du? Wie geht es, meine Mädchen? Sieh mal, was ich hier für dich hab. Hier, Schoner für deine Ellenbogen, Knie und einen Helm für deinen Kopf. Wow, danke, Mama. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Du siehst toll aus und geschützt. Kann ich jetzt wieder rausgehen? Aber natürlich, geh nur. Meine Mama ist die Beste. Hui! Lasst uns feiern, Mädels. Selfie! Hey! Aufmachen! Habt ihr das gehört? Wer kann das sein? Hi! Was ist hier los? Ihr nervigen Kinder und eure laute Musik. Oh, ich versuche zu schlafen. Was? Wer hat die Oma bestellt? Oma? Unerhört! Dir werde ich's zeigen. Kann eine Oma sowas? Ah! Was für ein Adrenalinkick. Das war gut. Oh. Okay, das war ziemlich übertrieben. Ich hätte leiser machen sollen. Hast du das gesehen? Und was machen wir jetzt? Guck's dir an. Das geht nicht mehr. Die Oma war echt wütend. Kann jemand Beatboxen? Die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen, Mädels. Aber... Ach, das ist voll mies. Wenigstens habe ich Snacks und Getränke. Und muss nicht teilen. Das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche noch eine Pappröhre. Die hat die perfekte Größe. Jetzt brauche ich mein Telefon. Ich mache unten einen Strich. Das war's. Jetzt schneide ich das aus. Die Rolle braucht noch Farbe. Mir gefällt lila. Ich bemale sie komplett. Schon trocken. Jetzt brauche ich zwei Becher. Ich habe Löcher reingeschnitten. Die stecke ich an beide Enden des Rohrs. Genau so. Und fertig. Ich habe ein Lautsprechersystem gebastelt. Probieren wir es aus. Ich stecke mein Telefon in den Schlitz und spiele meine Musik ab. Jetzt lasst uns tanzen. Das ist schon besser. Coole Party, Grace. Man denn nur so viele Puppets haben. Und die zweite Fuhre, das dürfte alles sein. Ups, fast vergessen. Rein mit dir und gut verstecken. So, das war's. Du kannst reinkommen. Wow, was ist das denn? So viele Puppets? Hier, eine Taucherbrille. Danke. Also, du musst das Simpeldimpel finden. Los! Das ist cool! Die Zeit läuft. Schnell, beeil dich. Oh, okay. Wo ist denn nur dieses Simpeldimpel? Schneller, na los! Ich find's nicht. Oh, Moment, doch! Mami, hab's geschafft! Gut gemacht, mein Schatz. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Na dann, lass uns mal spielen. Du bist die beste Mama der Welt. Ugh, habe ich schon gelesen. Hey, was ist das? Wow, genau was ich brauche. Heute ist mein Glückstag. Den kann ich gut gebrauchen. Aber ich brauche auch mein Handy. Dann fange ich mal an. Ich stelle die Schachtel auf die Seite. Dann lege ich eine Lupe drauf. Jetzt mache ich Löcher um die Lupe. Danach entferne ich den Kreis. Jetzt trage ich Kleber um den Rand des Lochs auf und klebe dann die Lupe an. Passt perfekt. Ich denke, das war's. Wow, nie wieder langweilige Zeitung. Denn ich habe jetzt das hier. Mein Handy lege ich da rein und mache den Deckel drauf. Jetzt habe ich mein eigenes Kino. Die Oper war wunderbar, Mami. Oh, wow. Guck mal, Mami. Ich will das auch haben. Die Pennerin? Ach, du meinst den Projektor. Was wollt ihr? Bitte sehr, mein Schatz. Der ist nicht zu verkaufen. Oh. Nee. Wie bitte?
Weißt du nicht, wer wir sind? Komm, Süße. Wir können alles kaufen. Jetzt hör mir zu. Mein kleines Mädchen möchte diesen Projektor. Sie steht mir im Bild. Hey, weg da. Los jetzt, haut ab. Oh, das werden wir nicht. Warte, bis die Mädels im Country Club davon hören. Ihr fangt an, mich zu nerven. Hä, was macht ihr da? Mami, was ist passiert? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Cool, eine Gratis-Zaubershow. Wo sind wir? Und was haben wir an? Wollen wir Spaß haben, Teddy? Hui, du kannst so hoch springen. Oh nein, was habe ich getan? Ich bin ein Monster. Annie? Mama, guck dir mein Teddy an. Oh, keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Ich brauche nur dieses Tape. Ich schneide ein Stückchen ab und male es rosa an. Es muss komplett bemalt sein. Dann lege ich einen Strohhalm in die Mitte, klappe das Tape um und puste in den Strohhalm. Die perfekte Blase. Ich drücke das Ende zum Versiegeln zusammen. Ich habe verschieden große Blasen gemacht. Jetzt klebe ich sie zusammen. Mit einem Korrekturstift male ich auf die Blase. Ich beginne mit einem großen Kreis. Den male ich dann aus. Als nächstes kommen die Augen. Und dann die Nase und der Mund. Das wird süß aussehen. Jetzt klebe ich Papierohren an. Oh, schau's dir an. So weich und knuddelig. Oh, Annie, schau mal, was ich hier habe. Wow, der ist ja süß. Ich will damit spielen. Mach ruhig, aber nicht so doll. Puh. Du bist mein bester Freund. Komm, lass uns spielen. Mein Bild sieht toll aus. Was mache ich jetzt? Ich spiele ein bisschen. Ra, ra, nimm das. Ich liebe Dinos. Die sind voll cool. Und wären die besten Haustiere. Na egal. Wo war ich? Ach ja. Oh, meine Grace. Sie hat eine so lebhafte Fantasie. Ich wünschte, ich könnte etwas für sie tun. Hm, mal überlegen. Oh, das würde ihr gefallen. Aber das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Was mache ich jetzt? Warte mal. Ich kann ihr stattdessen etwas basteln. Dafür brauche ich nur ein paar Kisten. Und wir haben mehr als genug. Ich fange mit dieser großen Kiste an. Und hier ist meine Schere. Ich mache hier einen diagonalen Schnitt. Der geht runter bis zur Ecke. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber entlang der Kante auf, aber ohne ihn zu verschmieren. Jetzt klebe ich die Klappen zusammen und hier mache ich ein Loch rein. Aus der zweiten Kiste habe ich einen Dinosaurierkopf gemacht. Der kommt oben drauf. Jetzt anmalen. Grün passt perfekt zum Dinosaurier. Und mit Sprühfarbe geht's richtig schnell. Aber es gibt noch mehr zu tun. Ich mache eine Linie Kleber auf den Kopf, um dieses stachelige Teil drauf zu kleben. Sieht gut aus. Das mache ich auch auf der Rückseite. Ich fange oben an und gehe nach unten. Hier kommt der Schwanz ran. Jetzt noch die letzten Details. Probier es an, Süße. Oh, wie cool. Ich bin ein echter Dino. Roar! Huh, bleib zurück. Ich werde dich kriegen. So furchterregend. Lass mich los. Du musst aber, Liebling. Na gut. Hä? Was war das? Hey, Nanny. Setz dich wieder aufs Klo. Das ist unfair. Oh, halt. Nicht schon wieder. Willst du was? So kann das nicht weitergehen. Dann denk mal nach. Bye. Es muss doch etwas geben, das ich tun kann. Oh, ich hab's. Igitt, das esse ich nicht. Ich spiele lieber damit. Essie, sieh mal, was ich hier habe. Hm, hast du Hunger, Herr Flamingo? Hier, für dich. Oh, das schmeckt ihm. Oh, er isst das ja wirklich. Herr Flamingo muss mal aufs Klo. Echt? Das muss ich sehen. Macht er echt gleich Kacke? Mach's dir gemütlich. Genau so, entspann dich. Oh, das war wohl dringend. Da kommt noch mehr, hä? Wow, er benutzt die Toilette. Ich will jetzt auch aufs Klo. Braves Mädchen. Du kannst gehen, ich kann das allein. Jetzt sind es nur noch wir zwei, Herr Flamingo. So ein cleveres Mädchen. Was hast du denn gegessen? Das brennt in den Augen. Tag, ein weiterer Dollar. Kleiner Bankgag am Rande. Hallo.
Hi, ich wollte mit dir über... wer sind Sie? Dein Ernst? Ich bin's. Muss das wirklich sein? Oh, Mia! Schön, dich zu sehen. Na, endlich. Jedes Mal das Gleiche. Ich will meine Sachen haben. Deine Füße sind auf meinem Schreibtisch. Weniger quatschen, lieber mein Geld holen, okay? Na klar! Und schnell bitte! Wie komme ich nochmal in den Tresorraum? Ah, ich weiß wieder. Die macht mich so nervös. Aber sie ist unsere beste Kundin. Ah, ich bin da. Welcher Schlüssel war es nochmal? Es sind so viele. Ich glaube, das ist der richtige. Hey, tut mir leid, dich aufzuwecken. Ja, Sterbliche. Ich brauche das Geld. Bitte? Nimm es und verschwinde aus meinem Reich. Danke, dann lasse ich dich mal weiterschlafen. Der Typ ist so gruselig. Was dauert das denn so lange? Bin wieder da. Bitte sehr. Soll das ein Witz sein? Oh, okay, bin gleich wieder da. Kaum zu glauben, dass das falsch war. Die ist echt so gemein. Aber diesmal hole ich das Richtige. Ah! Okay, ich schaff das. Schön langsam. Ich brauche einen neuen Job. Das hier ist alles zu stressig. Hier ist die Kassette. Und? Sie wollten die Kassette nicht. Das wusste ich. Hoffentlich erwische ich jetzt das Richtige. Ein Koffer? Den will sie haben? Der lebt. Was ist denn da drin? Na endlich, ich bin frei. Schön, dass ich helfen konnte. Schnell, du musst mit mir mitkommen. Hier lang bitte. Da ist er. Was für Geschäfte macht ihr denn hier? Oh, ich wollte doch einen Freund. Ach, geh einfach wieder in deinen Tresorraum. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich brauche nur den richtigen Schlüssel. Der muss hier irgendwo sein. Dauert nicht lange. Muss ich denn alles selbst machen? Es ist der hier. Ah, das wusste ich. Darf ich? Nein, warum nicht? Vorher muss ich noch was erledigen. Lass mich nachdenken. Oh, Klammern. Perfekt. Mehr brauche ich nicht. Aber damit werde ich es dir einfacher machen. Ich verteile die Klammern zu einem Muster und klebe sie zusammen. Dann setze ich noch etwas Funkel drauf. Das muss jetzt nur noch an den Schlüssel. Sieht gut aus. Und den wirst du nie wieder verlieren. Hier, bitteschön. Wow, das ist super. Ich hol deine Sachen. Tada! War das denn so schwierig? Ich brauche mal wieder was Neues. Die hier kannst du in den Tresor stellen. Natürlich, ich habe hier den Schlüssel. Phew, das war anstrengend. Sie hätte die Schuhe wenigstens vorher putzen können. Mal sehen, wo kommen die hin? Oh mein Gott, schau dir mal diese Messer an. Das kann ich nicht so lassen. Was, wenn mein kleiner Engel daran kommt? Sie könnte sich daran verletzen. Oh nein, 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 das darf ich nicht zulassen. Ich muss das alles weglegen, dahin, wo sie nicht rankommt. Puh, schon besser. Jetzt ist sie sicher. Okay, ich räume ein paar ihrer Spielsachen weg. Moment mal, diese Tischkante ist ziemlich scharf. Fast so schlimm wie die Messer, sie könnte sich daran stoßen. Oh nein, nicht ihr süßes Knie. Ich will nicht, dass der Tisch sie zum Weinen bringt. Oh nein, 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 auf gar keinen Fall, niemals. Ich will so eine Todesmaschine nicht in meinem Haus haben. So, die Kissen verdecken die Ecken. Jetzt sind sie nicht mehr spitz und meine Kleine ist in Sicherheit. Ich darf nicht vergessen, die Tür abzuschließen. Oh! Warte, die Steckdosen im Haus. Nein, was macht sie da? Sie wird sich wehtun. Nein, 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 nicht, mein Baby. Sofort, stopp. Du darfst niemals etwas in die Steckdose stecken. Oh, und schau dich nur an, du siehst aus wie ein Ferkel. Komm her, ich mach dich sauber. Oh, was soll ich nur mit dir machen? Hey, warte mal. Der Deckel von den Tüchern könnte die Lösung sein. Ja, da passt alles zusammen. Ich muss nur ein paar Änderungen vornehmen. So geht's. Den Deckel nehme ich einfach ab und klebe ihn vor die Steckdosen. Jetzt ist er eine Abdeckung. Das sollte ihre neugierigen Finger von der Steckdose fernhalten. Okay, sei brav, während Mami weg ist. Warte, das Bügeleisen! Oh, ich werde wohl nie das Haus verlassen können. Was ist letzte Nacht passiert? Ich glaube, wir haben zu viel gefeiert. Ich kann es kaum glauben, dass ich heiraten werde. Wow! Ich freue mich so sehr für dich. Prost! Wuhu! Das mache ich nicht nochmal. Ich mache mich lieber mal frisch.
Was für eine Unordnung. Toll, dann muss ich auch noch aufräumen. Wow, was ist mit meinem Make-up passiert? Warte, ich erinnere mich da an was. Ich glaube, wir waren im Club. Juhu, Applaus für Mia, lass uns feiern. Oh yeah, Ladies. Wer singt als nächstes? Huh? Ups, sorry, lass uns abhauen. Wow, das war voll peinlich. Und sie steht in meinem Badezimmer. Was ist mit der Toilette passiert? Voll seltsam. Bitte lass das das Schlimmste sein, was passiert ist. Warte. Das ist die beste Nacht aller Zeiten. Wir sollten das jedes Wochenende machen. Das mache ich definitiv nicht jedes Wochenende. Jeder einzelne Teil meines Körpers tut weh. Hä? Wo kommt das denn her? Lass uns spielen. Ich will ein Puppet gewinnen. Mach weiter. Juhu, wir haben es geschafft. Das war nicht so schlecht. Oh nein, mein Ring. Oje, oje. Wo bin ich? Ich sollte heute eigentlich heiraten. Ich brauche einen Ring. Ich muss mir was einfallen lassen. Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Zuerst brauche ich eine Muffinform. Und da gieße ich klaren Epoxidharz rein. Jetzt mache ich noch ein paar rote Tropfen hinein und verrühre alles. Mit dem Pinsel kreiere ich einen Wirbel. Bevor es fest wird, drücke ich einen Ring hinein. Ich glaube, es ist fertig. Yes, perfektes Timing. Lass uns heiraten. Ich liebe Schokolade. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Oh, Schatz, vergiss deinen Ring nicht. Er passt perfekt. Oh, so romantisch. Wir sind verheiratet. Und nun darf ich die Braut küssen. Noch Hausaufgaben machen. Male einen Regenbogen. Rot ist in jedem Regenbogen dabei, oder? Jetzt kommt Gelb. Ein kunterbunter Regenbogen. Ein Bogen ist es aber nicht. Ich versuch's nochmal. Schon wieder krumm und schief. Na los, mal einen Bogen. Mann, das nervt mich total. Ist alles in Ordnung? Sag du's mir. Lass mich dir helfen. Regenbogen malen ist so schwierig. Hilfst du mir? Na klar, pass gut auf. Du brauchst doppelseitiges Klebeband. Klebe deine Stifte der Reihe nach fest. Kleb die Stifte fest, etwa so. Perfekt. Na, bist du bereit für einen Regenbogen? Du brauchst nur einmal einen Bogen malen. Der perfekte Bogen. Wow, voll cool. Jetzt bin ich dran. Darauf kriege ich bestimmt eine 1. Bis dann. Hast du Hunger? Chloe, was ist denn hier passiert? Man kann es aber auch übertreiben. Die sind einfach überall. Chloe? Das macht einen Riesenspaß. Willst du mit mir zusammen malen? Oh, Schokolade. Ich bin schon am Verhungern. Hier, für dich. Wie bekomme ich denn mein Handy rein? Ich hab's. Ich brauche nur etwas doppelseitiges Klebeband. Fertig. Zielen. Und kleben. Wow. Probieren wir das nochmal. Bleib einfach genau da stehen. Ich war's nicht. Oh, Allergien. Was ist mit dem Typen los? Komm schon, bleib kleben. Hä? Ich dachte, ich hätte was gespürt. Was gibt's? Du sprichst mit mir? Ich glaube, ich habe eine Freundin. Sie sehen gut aus, Miss Smith. Oh, du bist ja lieb. Viel Erfolg heute. Hi, Miss Smith. Hallo, Annie. Mal sehen, was du versteckst. So weit, so gut. Ich konnte nichts entdecken. Ich bin sauber, ich schwöre. Na, wenn du das sagst.
Das lief ja wie am Schnürchen. Vielen Dank für die Hilfe, Bro. Bei der Prüfung wird nicht geschummelt. Was ist das? Wie ist das denn da hingekommen? Ich war überzeugt, das würde klappen. Okay, Stacy, du bist die Nächste. Ich brauche noch eine Minute. Die Lehrerin darf mein Handy nicht finden. Aber wie kriege ich es ins Klassenzimmer? Oh, Grace, du schummelst nicht, oder? Ich? Nein, niemals. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich nur Grace Latschen. Hab sie, das perfekte Verbrechen. Und nun muss ich ein paar Anpassungen vornehmen. Ein Schnitt hier und hier noch einer. Das sollte gehen. Und nun kann ich mein Handy in die Sohle schieben und niemand wird's merken. Rein mit dir, Grace. Ich hoffe, das klappt. Ganz normal verhalten. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich finde keinerlei Hinweise auf Betrug. Ich bin überrascht. Ich dachte, Stacy würde schummeln. Naja. Es geht doch nichts über einen warmen Kakao. Jetzt noch die Milch. Das riecht gut. Liebling, dein Kakao ist fertig. Danke, Mama. Genau, was ich brauche. Es gibt auch noch Kekse. Aua, zu heiß, viel zu heiß. Das tut weh. Oh, das tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Warte kurz, ich weiß, was zu tun ist. Schnell, Mama, das tut so weh. Hier, die Eiswürfel werden beim Kühlen helfen. Wie ist das? Ah, schon besser. Ein Glück. Der Eiswürfelbehälter könnte nützlich werden. Ich weiß auch schon wie. Gib etwas Kakao in eine Wasserkanne. So lange umrühren, bis das Pulver aufgelöst ist. Gieße die Kakaomischung in einen Eiswürfelbehälter. Und ab in den Gefrierschrank damit. Willst du etwas Kakao? Was? Nein, bloß nicht. Sei doch nicht albern. Pass auf, ich fülle warme Milch in ein Glas. Füge dann einen Kakao-Eiswürfel hinzu. Er schmilzt schon. Fehlt nur noch das Umrühren. Hier, probier mal. Er wird nicht so heiß sein, versprochen. Na, wenn du das sagst. Oh, tatsächlich. Klasse, danke, Mama. Wow, hey, guck dir das an. Ja, ist toll, aber ich lese gerade. Wow, aber das hier, schau doch. Hör auf zu nerven, ich sagte, ich lese gerade. Oh mein Gott. Was macht sie denn mit den Gummibärchen? Sie hat sie geschmolzen. Und jetzt nimmt sie eine Erdbeere? Oh wow, sie tunkt die Erdbeere in den geschmolzenen Fruchtgummi. Unglaublich. Das bringt mich auf eine tolle Idee. Ich habe ein ganzes Glas Gummibärchen und eine Schüssel. Ich wette, ich kann das auch. Rein mit euch, Bärchen. Ab in die Mikrowelle. Muss nur abwarten, bis sie geschmolzen sind. Super, schon fertig. Ha, bin ziemlich gespannt, ob das was wird. Okay, als nächstes brauche ich ein paar Erdbeeren und andere Früchte. Ups, einen Spieß brauche ich natürlich auch. Der ist super wichtig. Die Erdbeeren sind jetzt aufgespießt. Probieren wir das doch mal. Wie schön sie im flüssigen Fruchtgummi versinken. Nur ein bisschen drehen, sodass sie komplett bedeckt sind. Ich wette, ich kann das sogar noch aufpimpen mit ein paar Streuseln. Streusel machen alles noch besser. Ich drehe die klebrige Erdbeere, damit sie vollständig bedeckt ist. Oh mein Gott, wie süß. Sie ist eingeschlafen. Ah, ich will noch mehr machen. Jetzt mit den anderen Früchten. Schön rein ins klebrige Zeug. Das umhüllt die Brombeere. Und die Weintrauben glänzen so schön. Und natürlich dürfen die Streusel nicht fehlen. Die kleinen Herzchen sind so süß. So, ein ganzer Teller voll. Okay, Zeit, sie mit einem kleinen Klatschen aufzuwecken. Ich sagte Klatschen. Hä? Was ist mit dem Licht passiert? Das ist aber schön. Tada! Ich habe dir ein romantisches Dessert gezaubert. Na los, such dir was aus. Das ist so wundervoll. Hier, ich fütter dich. Köstlich. Hier ist eins für dich. Oh wow, das ist wahnsinnig lecker. Und so romantisch. Schatz, Schatz, bist du okay? Nein, mir geht's gut.
Oh, dann ist ja gut. Noch eins? Nein, okay. Wow, krasse Hütte. Hier gibt's sicher viel Kram zu holen. Was ist das denn? Haha, das perfekte Verbrechen. Oh nein, erwischt! Was geht denn hier unten vor sich? Keine Sorge, ich helfe dir, Papa. Ich schalte mal die Alarmanlage aus. Wir wurden ausgeraubt, der Schmuck. Alles noch da. Auch das Gold. So ein Glück, ha? Huh? Ha? Huh? Alles ist fake. Meine Puppenkleider wurden geklaut. Mein Liebling, das tut mir so leid. Hier, nimm das Taschentuch. Das bringt mich auf eine Idee. Für ein schnelles Puppenoutfit schneide den Ballon auf. Falte den Ballon und schneide ihn oben und an den Seiten auf. Falte den Ballon auf. Ein neues Top für unser Püppchen. Nur beim Anziehen braucht sie noch deine Hilfe. Dann schneidest du einen zweiten Ballon auf. Daraus werden Beinstulpen. Nimm einen großen Ballon für etwas mehr Farbe. Schneide ihn oben und unten auf. Dann stülpst du ihn über die Beine. Ein cooler Rock, oder? Sie gehört auf den Laufsteg. Hier ist die neue Kleidung für deine Püppchen. Wow, Papa, das sieht toll aus. Richtig tolle Outfits. Hallo, mir gefällt dein Kleid voll. Die neue Kleidung ist echt neu. Bloß gegessen, mein Magen spielt verrückt. Was zum... Mein Geld. Und mein Handy. Oh, das ist voll nervig. Unglaublich, dass ich das machen muss. Das ist so eklig. Bin ich froh, dass der Vorgänger gespült hat. Ich hab's fast. Ach, komm schon. Das war mein Lieblingslippenstift. Das ist voll nervtötend. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Was ist da hinten los? Hallo? Ist da jemand? Warte. Ist das Kacke? Das kann nicht sein. Moment mal. Das hätte ich wissen müssen. Was machst du da, Ellie? Ich esse einen Snack. Willst du auch was? Was? Nein. Das ist voll lecker. Was stimmt mit dir nur nicht? Ich habe dafür keine Zeit. Mein Handy liegt im Klo. Och, muss ich mich um alles kümmern? Ich wisch kurz ab. Das ist voll blöd. Ja, da ist dein Handy. Du weißt, dass das da nicht reingehört, oder? Erzähl mir was, das ich noch nicht weiß. Keine Bange, ich mach das schon. Ich brauche nur was zum Auffangen. Das müsste gehen. Nein, ich habe schon lange nicht gewachsen. Sieht aus, als wärst du die Schwester von Bigfoot. Die brauchst du. Danke, Ellie. Viel Glück, ich mach mich an die Arbeit. Ich zieh die Leggings über die Klobrille. Was machst du da? So müsste es gehen. Gib mir jetzt die Schere. Sie hat ihre Arbeit getan. Hier hast du sie. Das sind ganz schön viele Haare. Die halten mich im Winter warm. Ich muss gleich kotzen. Ich muss die sauber machen. Du solltest nicht mehr so lange warten. Okay, machen wir weiter. Jetzt schneide ich ein Loch in die Leggings. Ich bin gespannt. Das müsste reichen. Ich bin ein Genie. Und ich bin verwirrt. Es ist soweit. Guck dir das an. Die Schere fällt nicht ins Klo. Wow, das ist wirklich clever. Funktioniert jedes Mal. Siehst du? Das ist perfekt. Jetzt zum ultimativen Test. Mein Handy. Nein, mach es nicht. Ich muss es tun. Wow. Ich kann nicht hingucken. Ist alles in Ordnung. Wow, das klappt ja perfekt. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich bin noch nicht fertig. Ich habe hier Kacker. Die habe ich für solche Situationen immer dabei. Und rein damit. Volltreffer. Du kannst ganz normal dein Geschäft machen. Was geht nur in deinem Kopf vor sich? Oh, oh, ich muss mal. Macht's dir was aus? Du solltest mal zum Arzt gehen. Wie auch immer. Raus hier. Mach dein Geschäft. Oh, das ist aber gemütlich. Ich brauche noch Unterhaltung. Oh, da kommt was. Könnte ich den ganzen Tag spielen. Oh, warte mal, der Deckel ist ja noch drauf. Oh, oh, das klingt nicht gut. Papa, wir könnten ein Problem haben. Was? Worauf wartest du noch? Los, los, los! Keine Bange, ich habe alles im Griff. Wow! Was zur... ein bisschen Privatsphäre bitte?
Wir lassen dich in Ruhe. Hör auf, mich so rumzuschleudern. Halte durch, ich muss erstmal Luft schnappen. Ich bin nicht mehr so fit wie früher. Wow, das sind eine Menge Stufen. Wir bräuchten einen Fahrstuhl. Komm schon, Papa. Na los, auf geht's. Wie viel wiegst du eigentlich? Aus dem Weg. Es gehört ganz dir, mein Schatz. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ich gucke auch nicht. Es ist zu kalt. Ich muss hier runter. Hä? Was stimmt nicht? Es ist die Klobrille. Guck doch. Das ist nicht so gut. Warte mal. Dein Poppet wird helfen. Zuerst löse ich diese Noppen. Das fühlt sich gut an. Dann klebe ich sie auf die Klobrille. Wow, das ist schön bunt. Und wird dich vor der kalten Klobrille schützen. Machen wir noch ein Herz. Wow, das sieht toll aus. Das war's. Was sagst du dazu, Gabby? Wow, super. Los geht's. Ich kann's selbst kaum erwarten. Papa? Sorry, Süße. Das fühlt sich voll gemütlich an. Das ist viel besser. Was hast du denn gegessen? Gabby, bist du fertig? Das macht so viel Spaß. Damit kann man sich auch die Zeit vertreiben. Danke, Papa. Ich freue mich, wenn ich helfen konnte. Okay, mein Schatz, sag mal Nein, das mag ich nicht. Aber Zähneputzen ist gesund, mein Schatz. Hier, sieh dir dieses Einhorn an. Wow, toll, gib mal her. Hey, das ist eine Zahnbürste, keine Tricks. Oh, was mache ich denn jetzt nur? Hey, die Steine bringen mich auf eine Idee. Für diesen Trick brauchst du nur dekorative Steine und ein Cartoonbild wie hier. Auf die Steine kommt Kleber und dann klebst du sie auf das Bild. Mach das mehrere Male, bis ein Lächeln entsteht. Bemale die Steine mit einem Stift. Die sollten wohl mal Zahnseide benutzen. Schatz, hast du Lust auf ein Spiel? Die Zähne müssen schön sauber geputzt werden. Wow, Mom, die Zähne sind echt schmutzig. Guck, Mama, ich bin fertig. Schön sauber geputzt. Ich sollte meine Zähne vielleicht auch putzen, Mami. Gute Idee. Hier ist deine Zahnbürste. Nur noch einmal schlafen, dann ist es soweit. Ich freue mich so aufs Theater. Mann, hab ich schlecht geschlafen. Mir geht's nicht gut. Alles tut mir weh. Hallo, Schlafmütze. Ich fühle mich nicht so gut. Mal sehen, ob du Fieber hast. Hier ist ein Fieberthermometer. Tu das auf deinen Kopf. Und dieser Hustensaft wird helfen. Mund auf. Igitt, du musst dich ausruhen. Aber das Theater, ich habe mich so drauf gefreut. Das tut mir leid, mein Schatz, aber du bist krank. Moment mal, ich glaube, ich weiß, was dich aufheitern wird. Nimm eine Schachtel und schneide ein Viereck hinein. Lege die Schachtel horizontal hin und klebe Klebestreifen auf das Loch. Wiederhole dies mit verschiedenen Klebebandfarben. Wechsel die Farben so lange ab, bis das Loch zu ist. Dann schneidest du das Klebeband ab. Und nun brauchst du zwei Taschentücher. Falte sie zusammen. Etwa so. Klebe die Taschentücher in das Innere der Schachtel. Mache zwei Schlitze in den Deckel und stecke Eisstiele hindurch. Und dann malst du Figuren und klebst sie an den Eisstielen fest. Bist du bereit für die Show? Wow, das ist ja toll. Wenn du nicht ins Theater kannst, kommt das Theater eben zu dir. Na, gefällt dir das? Wow, Zugabe! Das war etwas widerlich. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Jetzt sind wir beide krank. Na toll. Lesen macht echt Spaß. Ich werde aber müde. 1, 2, 3. Ich habe eine super Idee. Hast du Lust, mit mir zu malen? Du brauchst nur einen Zipbeutel und da malen wir Tiere drauf. Zuerst kommt ein süßes Schaf. So niedlich. Und hier noch ein kleines Küken. Mit einem gelben Federkleid.
super aus. Und nun der Himmel. Und saftig grüne Wiesen. Eine komplette Farm. Nimm schwarzes Papier und lege es in den Beutel hinein. Dann malst du eine Taschenlampe mit Lichtstrahl. Die Taschenlampe kommt in den Beutel hinein. Und jetzt ist die Farm beleuchtet. Eine echt clevere Idee. Wow, Mom! Das war ein schöner Traum. Oh, Lilly ist so hübsch. Irgendwann heirate ich sie. Aber zuerst brauche ich einen Snack. Ach, da bist du ja. Hi, Mom. Wie geht's dir? Jared, deine Zähne sehen furchtbar aus. Ach, hier ist die Zahnbürste. Putz dir sofort die Zähne, na los. Nö. Was mache ich denn nur? Ah, ich weiß schon, was zu tun ist. Sieh mal hier. Das ist Lilly. Und sie putzt sich die Zähne. Wow, ich muss auch Zähne putzen. Wenn Lilly putzt, putze ich auch. Oh, minzig. Fehlt nur noch der Tanz. Das macht Spaß. Popcorn ist so schön bunt. Bereit? Hi. Oh, Schatz, ich will mir Snacks kaufen. Ich will alles haben. Das brauchst du nicht, glaub mir. Ihr wollt also nichts kaufen? Nope, lass uns gehen. Wow, er ist kein Gentleman. Wir müssen erst unsere Tickets vorzeigen, oder? Wo ist der Kerl? Hallo? Echt seltsam. Ah, von wo bist du denn aufgetaucht? Das ist unwichtig. Habt ihr Essen dabei? Nein. Ihr habt aber Limo. Die ist auch verboten. Lies mal die Schilder. Gib das her. Sorry, Schatz. Alles gut. Okay, ihr könnt rein. Nun geh schon rein. Das sind unsere Plätze. Ich bin sauer auf dich. Nicht doch. Alles ist unter Kontrolle. Ein T-Shirt? Nicht ganz. Oh, das ist süß. Das ist es. Das sind Süßigkeiten. Für dich, Liebling. Wie romantisch. Manchmal schon, ja? Hm. Puh, das ist mein Lieblingspuppet. Ich liebe Schmetterlinge. Ach, wie schön. Sie ist wie ein kleiner Engel. Oh, hallo. Dich habe ich ja schon ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Komm, lass uns spazieren gehen. Ja, du kannst das. Du denkst, wir könnten um die ganze Welt laufen? Schau, Pippi, ein Pool. Ich schwimme gerne. Wow, oh, du hast Durst? Dann musst du was trinken. Hier, wie fühlt sich das an? Ist das gut? Oh nein, wo ist sie hin? Oh, da drüben ist sie ja. Unglaublich, wie groß sie geworden ist, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Pippi, das macht keinen Spaß mehr. Oh, schau mal, da drüben liegt ein Ball. Oh, das ist auch ein schöner Ball. Den mag ich. Er ist rot und blau. Hey, komm zurück, Ball. Hör auf, wegzurollen. Ich will mit dir spielen. Wow, Ball. Sieh mal, wie groß der Baum ist. Er reicht bis ganz nach oben und höher. Das ist der beste Baum. Baum, Baum. Ich wette, ich kann dich schütteln. Nur Spaß. Ich bin total besessen von diesem Buch. Ha? Moment, wo ist sie hin? Wo ist sie? Nein, nein, nein. Sie ist verschwunden. Ich sehe sie nirgends. Hier ist ihre Puppe, aber die nimmt sie überall mit hin. Wo ist sie? Entschuldigt bitte, hallo. Habt ihr hier ein kleines Mädchen gesehen? So sieht sie aus. Sie ist sehr niedlich. Oh, sorry, wir haben sie hier nicht gesehen. Wo könnte sie nur sein? Oh, mein Telefon, hallo? Ja, ja, oh mein Gott, ich danke Ihnen. Oh, wo ist sie? Oh, mein Engel, mein Liebling. Mami hat überall nach dir gesucht. Hi, Mami. Oh, vielen Dank, dass Sie sie zurückgebracht haben. Aber wie konnten Sie mich erreichen? Oh, sie trägt dieses Armband. Ich habe nur die Nummer angerufen. Ach, herrje, ich vergaß, dass ich ihr dieses Armband gemacht hatte. Ich habe Angelschnur genommen und dann die Perlen. Herzen, damit es schön aussieht. Und dann meine Telefonnummer. Natürlich auch Ihren Namen und dann noch mehr Herzen. Vielen Dank, dass Sie Annie zurückgebracht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Annie, winke deiner Retterin zum Abschied. Brumm, brumm, quietsch, tut, tut. Das war ganz schön knapp. Aus dem Weg, ich komme.
Niemand kann mich aufhalten. Schalalalala, das Zimmer wird gesaugt. Ich fühle mich so gut. Gibt's was Schöneres als das? Schubidubidu. Warte mal. Tritt aufs Gas. Brumm. Juhu. Schneller, schneller. Warum wird es hier immer so schmutzig? Hä? Der Sauger saugt nicht. Was ist los? Ich versteh's nicht. Der funktioniert nicht. Das ist seltsam. Wie kann das sein? Oh, ich hätte es wissen müssen. Hey Mama, lass uns fahren. Wirklich, Chloe? Ich mach hier sauber. Das wandert in den Müll. Oh, du bist eine Spaßbremse. Wenn ich es mir recht überlege. Das ist so ungerecht. Hey, warum guckst du mich so an? Ich habe eine Idee. Ich schneide solche Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich beginne mit diesem Teil. Ich trage Kleber auf die Kante auf. Das reicht schon. Jetzt klebe ich das auf das große Rechteck. Das gleiche mache ich mit der anderen Seite. Ich habe diesen langen Streifen Pappe. Den kann ich biegen und formen. Ich benutze Kleber, um ihn zu fixieren. Das kommt erstmal beiseite. Ich habe ein Loch in den Limo-Deckel gemacht. Da schiebe ich jetzt zwei Strohhalme durch. Die müssen festsitzen. Und nicht rausrutschen. Aber mit Kleber fixiere ich sie noch. Ich trage den außen um den Deckel auf. Ich habe ein passendes Loch oben in den Karton geschnitten. Die Strohhalme kommen da rein. Und unten aus dem Loch wieder raus. Jetzt brauche ich noch mehr Limo-Deckel. Ich schiebe den Holzstab durch den Strohhalm. Der Halm ist etwas kürzer als der Holzstab. Die Limo-Deckel kommen an die Enden. Dann fixiere ich alles mit Kleber. Probieren wir es aus. Wow, wie schön das rollt. Ich befestige die unten am Karton. Ich muss noch ein paar Sachen anbringen. Wie Scheinwerfer und Fenster. Jetzt stülpe ich den Luftballon über den Limo-Deckel. Den Ballon blase ich auf und die Fahrt geht los. Aufgepasst! Was zum... Was ist das? Wow, das ist fantastisch. Ich wusste, dass es dir gefällt. Danke, Mama. Nicht der Rede wert, mein Schatz. Ich werde es gleich ausprobieren. Es ist soweit und los geht's. Wow, das gefällt mir. Das ist so schnell. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt es. Ups, tut mir leid, Mama. Ich hoffe, du bist versichert. Daran hätte ich früher denken sollen. Volle Fahrt voraus. Los, das ist so spannend. Nein, ich werde verlieren. Weiter so, Mama. Oh, schon wieder Prüfungstag? Zum Glück bin ich vorbereitet. Hallo, Spickzettel. Sorgfältig geplant ist es nicht schwer, dein Handy in den Unterricht zu schmuggeln. Und mit etwas Kreativität kommt man sehr weit. Und wenn du wirklich raffiniert bist, schmuggelst du auf einem ganz neuen Niveau. Was war das? Nicht vergessen, keine Handys erlaubt. Kleine Zeit für die Schule. Hier ist deine Tasche. Danke, Papi. Und meine Schuhe? Oh, fast vergessen. Kein Problem, ich hole sie dir. Stillhalten. Das kitzelt. Okay, versuch nochmal stillzuhalten. Du bist lustig, Papa. Lass mich dir bitte helfen. Sorry. Na endlich. Viel Spaß in der Schule, ja? Tschüss. Puh. Echt anstrengend. Ich ruhe mich nur kurz etwas aus. Mach auf, Papi. Ich bin hungrig. Okay, warte kurz. Fühl dich, mein Liebling. Brauchst du noch was? Oh, endlich entspannen. Was denn jetzt? Das ist so unfair, Papa. Was ist denn? Es regnet und ich werde nass. Schon gut. Nimm den Regenschirm mit. Danke. Tschüss. Hört das denn nie auf? Ui, ganz schön stürmisch. Ich gehe nie wieder raus. Oh nein. Mein Regenschirm ist kaputt. Nein, nein, schon gut, Liebling. Ah!
nur etwas Zeit für mich. Ich wollte Golf spielen. Moment mal. Der Duschvorhang. Das bringt mich auf eine tolle Idee. Falte einen Duschvorhang als Dreieck zusammen. Schneide die Spitze ab. Lege zwei Stücke übereinander. Mit hitzebeständigem Papier und einem Glätteisen befestigst du es aneinander. Achte darauf, dass keine Lücken entstehen. Wow, Papa! Der Poncho ist echt toll! Sieht gut aus! Jetzt kann ich rausgehen. Ja, ich bin ein Genie. Echt toll! Ich werde nicht nass! Oh, die Sonne! Aber ich will meinen Poncho tragen! Mittagessen, okay? Wir sehen uns später. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Das Schild kommt hierhin. Ah, jetzt kann's losgehen. Oh, eine Kundin. Hey, Mami. Hä? Oh, hi, Chloe. Willkommen in meinem Laden. Gefällt dir hier was? Ich habe keine Zeit dafür. Das soll 38 Euro kosten? Nein. Ist okay, ich habe noch mehr. Hm? Was denn jetzt? Ein Flamingo. Süß. Ist verlockend, aber nein, danke, Süße. Ich muss meine Tasche finden. Da habe ich was für dich. Die ist heute eingetroffen. Meine Handtasche? Gib sie her. Das wird dich was kosten. Ich habe kein Geld. Tut mir leid. Dann bekommst du sie nicht. Geld. Aber gut, ich spiele mit. Warte kurz. Ich muss nur was holen. Glänzend. Sei nicht albern, Mama. Ich akzeptiere nur Bargeld. Ich hab's eilig, Chloe. Was mache ich denn jetzt? Warte, ich habe eine Idee. Ja, ich denke, das wird klappen. Ich brauche die Handschuhe und diese Box. Bin gleich wieder da. Ich schneide Teile aus dem Karton aus. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich mache eine dünne Leimspur auf diese Kante. Das müsste reichen. Das klebe ich jetzt auf das Rechteck. Ich drücke es an, damit es festklebt. Das mache ich auch mit dem Rest. Die Endstücke haben kleine Schlitze. Als nächstes brauche ich einen Papierstreifen. Ich rolle den so auf. Das muss schön eng werden. Ein Stück lasse ich raushängen. Das schiebe ich dann durch den Schlitz. Sieht gut aus. Jetzt kommt Kleber auf den Rand dieses Kartons. Gut, dass ich Handschuhe anhabe. Ich klebe das oben auf die Box. Das ist etwas kleiner. So soll es auch sein. Jetzt zum letzten Teil. Ich trage Kleber an drei Seiten auf. Und dann klebe ich es schräg an. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt wird dekoriert. Ich trage Kleber an den Seiten auf. Dann kommt schwarzer Stoff drauf. Ich will keine Falten drin haben. Hinten ragt ein bisschen Stoff über zum Umklappen. Jetzt klebe ich weißen Karton auf. Für das Display und das Tastenfeld. Ich ordne die Zahlen gleichmäßig an. Jetzt brauche ich meine Kreditkarte. Puh, sie wird angenommen. Der Bon kommt oben raus. Ich hoffe, das gefällt Chloe. Finden wir es heraus. Kann ich jetzt mit Karte zahlen? Wow, das ist ja cool. Jedes Geschäft braucht einen Kartenleser. Mein Business läuft. Also, kann ich jetzt die Tasche kaufen? Hä? Oh, natürlich. Das hatte ich gehofft. Ich schieb die Karte hier rein und ich schließe den Kauf ab. Schön, mit dir ins Geschäft zu kommen. Hier, bitte sehr. Endlich, jetzt kann ich los. Was war das? Wie kommt die denn dahin? Soll das ein Scherz sein? Hey, was mache ich denn jetzt? Angebot und Nachfrage, Mama. Zieh deine Kreditkarte gleich wieder durch. Dich um Gabby kümmerst, während wir weg sind. Um Gabby kümmern? Alles klar. Und keinen Blödsinn machen. Das ist fantastisch. Zu schnell. Warte, das ist mein Telefon. Uff. Stopp, Gabby. Sonst muss ich noch kotzen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich bin fix und fertig. Das ist langweilig. Ich hatte mehr Spaß beim Spielen mit Alex. Endlich kann ich relaxen. Das ist schon besser. Die sehen voll cool aus. Ich hätte auch gerne Tattoos, aber ich habe nicht genug Geld. Warte mal. Ich weiß, genau die brauche ich. Und das Beste ist, ich brauche keine Nadel, die wehtut. Das sieht ziemlich gut aus. Ich sehe toll aus. Hey Alex, guck mal. Hä? Was zur... Ziemlich cool, was? Ich sehe aus wie du. Ich war noch nie so glücklich. Wir sind jetzt Tattoo-Freunde. Ich fühle mich quick lebendig. Das ist ziemlich cool. Oh oh, Mama und Papa sind schon zurück. Sie sind zu früh. Oh nein, wir müssen dich sauber machen. Aber meine Tattoos, ich habe sie eben erst bekommen. Sie dürfen dich so nicht sehen. Ich muss das beheben und zwar schnell. Nicht bewegen. Ich klebe das Tape über das Tattoo und ziehe es dann vorsichtig ab. Nein, Alex. Bitte, mach das nicht.
Schau, wie sich das Tattoo ablöst. Wir müssen nicht schrubben. Das geht schnell und einfach. Das klappt perfekt. Das kitzelt irgendwie. Das ist das Letzte. Und gerade noch rechtzeitig. Puh, bin ich erleichtert. Aber ich habe meine Tattoos gemacht. Das ist ungerecht. Was für ein Tag. Oh, hey, Schatz. Hey, was ist mit deinen Tattoos passiert? Oh, stimmt. Ich verrate dir ein Geheimnis. Die waren nicht echt. Ach, du bist voll lahm. Sieht aus, als ob du Spaß hattest. Wir wissen, dass Schule hart sein kann. Daher haben wir uns diese tollen Hacks ausgedacht, um dir den Schulalltag zu erleichtern. Kennst du noch gute Schulhacks? Schreib sie in die Kommentare. Teile dieses Video auch gerne mit Freunden und falls noch nicht getan, abonniere den Kanal für weitere coole Videos wie dieses. Das war mit Sicherheit die lustigste Folge. Ich frag mich, wo er hingeht. Oh mein Gott, yes! Was ist denn hier los? Oh, guck mal! Eine Puppet-Party! Los, gehen wir! Wow, dein Puppet ist so süß! Ich hab meins auch, also los! Oh, da ist ein Türsteher. Und Essen oder Getränke sind nicht erlaubt. Aber unsere Süßigkeiten, was sollen wir machen? Ich will unbedingt auf diese Party. Hey, ich glaube, wir können rein mit unseren Süßigkeiten. Guck, wir nehmen einfach deine Puppet-Handyhülle und ich lege hier das Bild einer Kameralinse rein. Und dann füllen wir es mit Skittles. Ein Skittle in jede Puppet-Mulde. Wir müssen ja an unserem Süßigkeitenvorrat arbeiten. Und jetzt zur Schokolade. Ich habe sie geschmolzen, damit wir sie gießen können. Ich verteile sie einfach über die Skittles. Super, das sieht perfekt aus. Sie ist hart, das heißt, sie ist fertig. Sieht aus wie ein ganz normales Telefon. Nice, du bist echt clever. Also gut, gehen wir. Du kannst rein. Hast du das Schild nicht gesehen? Kein Essen oder Getränke. Na los, verschwinde. Ich hab mein Puppet. Geh rein. Ha. Ich habe noch nie eine Puppet-Handyhülle gesehen. Sehr cool. Viel Spaß auf der Party. Sieht aus, als wäre niemand in der Nähe. Zeit für mein Jumbo-Puppet. Wow, hier sind so viele Puppets. Komm her und hilf uns hier bei dem Großen. Die beste Party aller Zeiten. Wir haben den Stapelwettbewerb gewonnen. Los, los, los. Du stellst einen neuen Rekord auf. Hey, willst du tauschen? Okay. Denkst du, was ich denke? Snacktime! Tada! Es wartet auf uns. Die Puppet-Hülle lässt sich einfach abziehen. Wie ein selbstgemachter Schokoriegel. Es ist köstlich. Nimm dir was. Hey Leute, wir haben Süßigkeiten reingeschmuggelt. Kommt, nehmt euch was davon. Chris, ich brauche deine Hilfe. Du hast es in der Hand. Auf mich kannst du zählen, Annie. Stopp! Stehen bleiben, Fräulein. Ich habe nichts dabei. Was macht Chris denn da? Dem kann ich echt überhaupt nicht vertrauen. Rein mit dir, Liebes. Operation Telefonauto in Aktion. Klebeband befestigt. Handy bereit zum Fahren. Und los geht's. Pass auf die ganzen Beine auf. Langsam. Vorsicht in der Kurve. Und Ziel erreicht. Es geht doch nichts über einen guten Roadtrip. Schule ist anstrengend, das wissen wir. Aber zum Glück gibt es Hacks, die den Schulalltag leichter machen. Kennst du auch einen coolen Schulhack? Schreib ihn unten in die Kommentare. Teile das Video auch mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere nützliche Videos. Ich muss zum Friseur. Mom, mir ist öde. Wow. Süßigkeiten. Oh, die sind leer. Ich will etwas Spaß haben. Wow. Ich kann auch meine Zunge rausstrecken. Guck her. Der passt nicht dazu. Oh, was ist das? Das sieht interessant aus. Wow, was da wohl drin ist? Wow,
Na, sieh mal einer an. Das klebe ich mir an. Und noch eins hier. Das ist toll. Die sind wie Tattoos. Ich bin so cool. Wo ist der hin? Liam! Oh, ich komme, Mami. Na? Was hast du gemacht? Was hast du angestellt? So kannst du nicht vor die Tür. Die Pflaster müssen zuerst runter. Autschi, nein, das tut weh. Komm wieder her, wir haben keine Zeit dafür. Bleib mir fern. Ich bin zu alt dafür. Liam, komm hierher, sofort. Nein, du kannst mich nicht zwingen. Setz dich und gib mir deinen Arm. Ich weiß schon, was ich tun werde. Und es wird nicht wehtun. Ich tunke ein Wattestäbchen in Vaseline. Dann schmiere ich das Pflaster damit ein. Dann lässt es sich einfach abziehen. So, war gar nicht schlimm, oder? Hä? Wo ist es hin? Jetzt noch die restlichen. Nun kann man wieder dein hübsches Gesicht sehen. Okay, lass uns gehen. Der hat eins übersehen. Das ist unser Geheimnis. Also, das ist mein Zuhause. Wow, das ist riesig. Ich weiß, setz dich. Wow, du hast so viel Spielzeug. Und eine Menge Geld. Was hast du da? Das ist nicht so beeindruckend. Ist das alles? Ja, das ist mein Äffchen. Das sind ja viele Taschen. Du hast so ein Glück. Die sehen toll aus. Wow. Ja, ich brauche jeden Tag eine neue Tasche. Ich schaue sie mir mal genauer an. Ich habe noch nie so viele Handtaschen gesehen. Die sind so hübsch. Oh, schau dir die an. Was machst du da? Entschuldigung. Gib die mir. Die war wirklich teuer. Jetzt sind da ihre schmierigen Fingerabdrücke drauf. Ich habe nur diese Plastiktüte. Ich hatte noch nie schöne Sachen. Oh, was ist denn in dieser Kiste drin? Wo willst du denn jetzt hin? Schau dir mal all die coolen Sachen an. Das ist doch nur Müll. Ich könnte diese Kiste gebrauchen. Gib mir eine Minute. Schau dir mal meinen neuen Rucksack an. Oh, der gefällt mir. Wo hast du den denn her? Ich will auch so einen. Hier, nimm ihn. Oh ja, das ist so cool. Das ist mein neuer Liebling. Vielen Dank. Vielleicht können wir ja tauschen. Ich hätte wissen müssen, dass da ein Haken ist. Aber schätze, das ist nur fair. Aber ich bin nicht glücklich damit. Hier, du kannst die haben. Echt jetzt? Sie gehört dir. Egal, ich habe ja jetzt die. Die passt nicht ins Regal. Ich habe meine Meinung geändert. Annie? Sie war doch eben noch hier. Fast fertig. Als nächstes Spaghetti. Kein Problem. Ich habe meine Zutaten dabei. Ich werde das Mehl auf den Teller schütten. So weit, so gut. Das fühlt sich komisch an. Oh, Eier. Ich nehme sie alle. Oh! Oh, nee! Pass auf! Was zum... Was hast du getan? Zack! Ich muss meine Hände da reinstecken. Oh, schnulzig, puh! Was für ein Training. Es ist Zeit für Pasta. Diese Maschine wird die harte Arbeit erledigen. Ich muss nur den Griff drehen. Schau, ich habe Nudeln gemacht. Das ist so aufregend. Ich werde es umrühren. Was machst du da? Kaugummi, mein Favorit. Das werden meine Spaghetti sein. Es ist so einfach. Ich werde Schokoladensirup darüber gießen. Ich liebe es mehr, noch mehr. Es ist ein Kunstwerk. Nee, nee. Meine Nudeln sind fertig. So wie Mama es immer gemacht hat.
Wie schwer kann das sein? Liebling? Feuer! Genau wie ich es mag. Schwarze Nudeln? Sie sollten es versuchen. Das Ding. Das Auge. Das gibt Geschmack. Viel Spaß. Nö, die Zeit ist um. Nö, es war einen Versuch wert. Mal sehen. Das ist seltsam. Ekelhaft. Ich mag das nicht. Wenigstens sieht das normal aus. Schlammig, schlammig, schlammig. Ich hoffe, es gefällt ihr. Oh, ist das Kaugummi? Sieht gut aus. Wow, das ist der Gewinner. Juhu. Ich schneide die Kirschtomaten lieber auf. Mama, schau mal, ich habe mein Outfit selbst ausgesucht. Gefällt's dir? Oh mein Gott, du siehst so hübsch aus. Warte, Mama, machst du ein Foto von mir? Okay, die Kamera ist bereit. Jetzt zeig mir dein schönstes Lächeln. Sehr schön. Und jetzt mach mal eine andere Pose. Oh, du siehst auf diesen Fotos so hübsch aus. Komm mal her. Yay, ich will die Fotos auch sehen. Siehst du nicht wunderbar aus? Mamis kleiner Engel. Was? Warum? Wieso? Mein Gesicht sieht so aus. Lizzie, ich muss doch etwas tun können, um ihre Tränen zu stoppen. Der Mais. Natürlich, das ist die Lösung. Lizzie, komm mit mir hier rüber. Der Mais kommt hier hin und du, Lizzie, stehst hier. Stell dich so hin. Okay, jetzt stelle ich den Timer der Kamera. Bereit? Hier kommt das Foto. Oh je, Riesentrauben. Was für eine große Ananas. Hier, Lizzie, schau dir mal diese Fotos an. Yay, das sind die besten Fotos aller Zeiten. Danke, Mama. Jetzt mache ich selbst ein paar Selfies. Schauen wir sie uns mal an. Oh, wow. Das ist wirklich mein Gesicht. Das werde ich nicht posten. Wir alle lieben Omas Küche. Es ist einfach so lecker. Es gibt nichts Vergleichbares. Oder doch nicht? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Schnappt euch die Schürzen. Und setzt die Kochmütze auf. Es ist Zeit für einen Kochwettbewerb. Oh, sieh dir das an. Ich liebe Kaugummi. Es macht Spaß, es zu essen. Lecker, lecker, lecker. Es ist unglaublich. Es ist wirklich saftig. Ich werde eine Seifenblase machen. Schauen wir uns das mal an. Es sieht gut aus. Ich habe eine Idee. Hey, Ding. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie wissen, was zu tun ist. Hehe, toll gemacht. What? Du bist so witzig. Es ist okay, ich bekomme mehr Kaugummi. Oh nein, es ist alles weg. Nein, nein. Geben Sie mir das. Ein sich schlängelnder Wurm. Ach, sie sind so süß. Hey, das ist für dich. Du bist der Beste. Schön. Ich will mehr. Warte, etwas hat mich berührt. Ist das ein Wurm? Autsch. Ich muss von hier verschwinden. Auf Wiedersehen. Gute Reise. Schlafenszeit, Liebling. Hier ist dein Teddybär. Danke, Papi. Gute Nacht, Ava. Schlaf gut, bis morgen. Hey, hier ist es voll dunkel. Das gefällt mir nicht. Na toll, jetzt ist mein Chakra durcheinander gekommen. Ich komme, Liebes. Was ist hier los? Willst du kämpfen? Ich meine, alles in Ordnung? Es war so dunkel und so stürmisch. Schon gut, keine Sorge. Alles ist in Ordnung. Ich bin ja da. Wie wär's mit einer Geschichte? Mach die Augen zu. Es war einmal. Und sie schläft. Geh nicht. Sch.
Ich bin ja da. Schön langsam. Papi! Das ist besser. Oh, komm schon. Ich hab da eine Idee. Der Gummihandschuh wird nützlich sein. Ich gebe den Handschuh in das Glas. Stülpe den Handschuh über den Rand. In ein anderes Glas fülle ich Reis. Dann fülle ich den Reis in den Handschuh. Und dann nehme ich den Handschuh aus dem Glas und mache einen Knoten hinein. Das sollte funktionieren. Den platziere ich auf Avas Arm. Yes! Jetzt kann ich mich rausschleichen. Au! Mein Zeh! Nicht weinen! Die nächste Herausforderung ist Eierkuchen. Oh, lustig! Los geht's! Ein kleiner Tipp und ich schlage das Ei auf. Ich werde Lebensmittelfarbe hinzufügen. Dann werde ich es verquirlen. Ich werde das gleiche mit anderen Farben machen. Es ist wie ein Regenbogen. Das werden besondere Eier sein und bezaubernd. Ich werde das Ei in das Herz schütten. Dann werde ich es kochen. Es wird nicht lange dauern. Ich will es nicht verbrennen. Es ist fertig. Ich lege es zu den anderen. So süß. Meine Eier. Meh. Das spart Zeit. Jetzt werde ich sie zusammenmischen. Ich hoffe, du magst Muscheln. Knusprig, knusprig. So ist es gut. Ich staune manchmal über mich selbst. Wünscht mir Glück. Ich werde Öl in die Pfanne geben. Es ist eine Pfütze. Komm hierher. Ist es heiß? Haben Sie keine Angst? Ich glaube ja. Die Eier gehen rein. Ich brauche Lebensmittelfarbe. Oh, schau mal. Ein glückliches Gesicht. Erledigt. Oh, so talentiert. Aber es braucht ein paar Kräuter. Und einen Schnurrbart. Er sieht aus wie mein Mann. Was meinen Sie dazu? Was ist das? Eine Muschel? Fleur, das gibt's doch nicht. Oh, hübsch. Delish, ich liebe sie. Es sieht aus wie meine Zeichnungen. Ich hoffe, es schmeckt gut. Ene, mene, mu. Der Gewinner ist der hier. Cool. Es gibt doch nichts über einen freien Tag, an dem man sein Auto wäscht. Puh, heute ist es echt heiß. Oh, hallo. Ich ziehe besser meine Wampe ein. Das hättest du sehen sollen. Oh, sieh mal. Niemand kann meinen Haaren widerstehen. Hey, Ladies. Soll das witzig sein oder so? Ein Klassiker. Sie lachen mit mir. Oder lachen sie mich aus? Oh, nein. Ah, das ist typisch. Naja, zurück zur Arbeit. Es soll blitzeblank werden. Tadellos. Gute Arbeit. Damit bin ich zufrieden. Ich bin bereit für die Schule, Papi. Spring rein, Kleines. Ja, und los, Papi. Zuerst schalten wir Musik ein. Ich liebe dieses Lied. La, 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 la. Nein, was machst du? Ups, sorry. Ich habe gerade das Auto geputzt. Deshalb kann ich trotzdem tanzen. Hast du mir nicht zugehört? Schon gut. Durchatmen. Erinnere dich an deine Yogastunden. Hey, ich habe eine Idee. Das T-Shirt löst all meine Probleme. Das ziehe ich über die Kopfstütze. Und bis zum Sitzende runter. Jetzt kannst du tanzen, Kleines. Danke, Papi. La, 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 la. Auf geht's. Schau mal, Mami, meine Puppe. Das ist schön, Liebes. Mir ist jetzt langweilig. Ich spiele lieber mit dem Teddy. Ach, mit dem bin ich auch fertig. Bum, bum. Ja, ich will neues Spielzeug. Was geht denn da vor sich? Sch,
Mami mag keine lauten Geräusche. Hast du nicht einen Ausschaltknopf oder ähnliches? Na gut, nimm die Autoschlüssel. Ist okay, nimm sie. Ich wusste, dass das klappt. Das wird ganz viel Spaß machen. Wow! Das glänzt so schön. Und es gehört ganz alleine mir. Ich brauche nicht mal einen Führerschein. Schnallt euch an, es wird schnell. Sicherheit geht vor. Los geht's. Boom. Wow, ich kann gut Auto fahren. Piep, piep, aus dem Weg. Piep, piep. Wow. Hi. Guckt euch mal mein Auto an. Das ist toll. Alles okay, Liebes? Oh, okay. Ich hab's verstanden. Das ist ein schickes Auto. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Auto. Wenn es doch etwas gäbe, was ich tun könnte. Hä? Was ist das? Ist das ein Spielzeugauto? Heute ist mein Glückstag. Das kann ich Annie schenken. Aber damit muss sie irgendwo fahren können. Ich weiß, was zu tun ist. Leg ein weißes Shirt auf eine flache Unterlage. Zeichne mit einem schwarzen Stift eine geschwungene Linie. Zieh sie bis nach unten. Zeichne dann eine zweite Linie daneben, um eine Straße zu machen. Jetzt kommt die Straßenmarkierung. Wenn du damit fertig bist, male die Straße aus. Achte darauf, nicht die Straßenmarkierung auszumalen. Am Ende sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt wird's Zeit, den Motor anzuwerfen. Hey Annie, ich habe etwas für dich. Aber das ist noch nicht alles. Wow, eine Straße. Das ist fantastisch. Bum, bum. Das ist wie eine Mini-Massage. Das ist toll, Mama. Das ist das schnellste Auto aller Zeiten. Pass auf. Hä? Ups. Schon gut, Liebes. Ich habe nur etwas Rückenschmerzen. Ich kann es kaum erwarten. Moment mal. Was ist das? Hier ist etwas drin. Ein Ei? Das ist enttäuschend. Was haben Sie da? Eine leere Schüssel. Was ist hier los? Das ist ein bisschen roh. Oh, das ist nicht gut. Wow, wie hast du das gemacht? Ein Huhn? Was soll ich denn damit machen? Oh, ich habe eine Idee. Sieh dir das an. Ich glaube, es ist fertig. Die Eier sind klasse. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich könnte das den ganzen Tag lang machen. Ich fühle mich so lebendig. Ich sollte Chefkoch werden. Lecker. Was jetzt? Keine Sorge, ich habe einen Strohhalm. Ah, genau das, was ich brauche. Das funktioniert nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Rein geht's. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Witzvoll. Das war ziemlich lustig. Es sieht lecker aus. Ich stelle mein Haus hier ab. Ich muss meine Autos holen. Hi, Noah. Das sieht spaßig aus. Hey, Mami, willst du spielen? Klar, ich setze mich hier hin. Nein, Mami, mein Haus. Oh, oh, das hat sich nicht gut angehört. Nein. Das wollte ich nicht. Ich biege das wieder hin, hoffe ich. Oh, der 3D-Stift kommt wie gerufen. Notfallreparatur gefällig? Wir zeigen, was du dafür brauchst. Beginne mit einer Hauszeichnung. Fülle sie mit einem 3D-Stift aus. Die Zeichnung dient als Vorlage. Zieh lange Striche mit dem Stift, damit das Dach bedeckt ist. Male die Linien dicht aneinander und vermeide Lücken. Bist du damit fertig, ist die Haustür dran. Und jedes Haus braucht Fenster. Denk dran, innerhalb der Vorlage zu malen. Jetzt brauchen wir noch Wände. Die malst du in einer anderen Farbe. Male um die Fenster und die Tür herum. Zieh das Haus vom Papier runter.
Jetzt bauen wir das Haus. Zement wird dafür nicht benötigt. Mit dem 3D-Stift klebst du alles zusammen. Achte darauf, 4 Wände zu haben, damit das Haus zusammenhält. Wurden die Wände befestigt? Stelle das Haus hochkant auf. Befestige das Dach aneinander und bringe es am Haus an. Ein neues Zuhause. Sieh mal, Noah, ich habe etwas für dich. Ein neues Haus? Du hast sogar einen Garten. Wow, warte, ich muss Pippi holen. Sie sieht so glücklich aus. Ich glaube, es gefällt ihr. Ich finde den Hahn blöd. Uff, ich bin noch so müde. Aber ich muss wohl aufstehen. Was stinkt denn hier so? Ist ja ekelhaft. Oh, das bin ich. Was ziehe ich heute an? Das ist alles? Mehr habe ich nicht? Ein T-Shirt? Und das hat auch noch ein Loch. Aber irgendwas muss ich doch anziehen. Schätze, das muss reichen. Das ist so unfair. Ich hätte so gern neue Klamotten. Was ist das? Hey, das habe ich ganz vergessen. Vielleicht hilft mir das, ein neues Outfit zu finden. Das wird toll. Das ist süß. Etwas lässigeres. Was jetzt? Ich mag Rot. Nur schade, dass ich keine dieser Klamotten habe. Nur dieses alte rote T-Shirt. Aber das macht trotzdem Spaß. Wow. Wow, Mama, schau mal da drüben. Was ist da, Liebes? Hui, der Saft ist lecker. Oh, schon alle. Ich gehe mir einen neuen holen. Los, komm, Mama. Okay, aber schnell. Ah, es tut gut, sich mal hinzusetzen und auszuruhen. Der Saft ist alle. Ich hätte den gern mal probiert. Ach, macht nichts, Liebes. Ich denke, ich hab da was. Hier ist etwas Wasser. Wasser ist langweilig. Oh, okay. Ich weiß. Ich habe auch Erdbeersirup. Ich mache davon einfach etwas ins Wasser. Annie darf's nur nicht sehen. Das sollte reichen. Mama, was machst du da? Ich will Saft. Ich hab's versucht. Das Leben ist gemein. Warte. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Und dafür brauche ich diesen Saftkarton. Ich schneide ihn in der Mitte durch und stelle das Fläschchen rein. Annie wird das nie bemerken. Na, das passt schon. Annie, der ist für dich. Wirklich? Der ist lecker. Danke, Mama. Keine Ursache, Liebes. Wow, ich liebe den Park. Im Park ist's am schönsten. Ja, es ist ein schöner Tag für den Park. Okay, ich habe einen kleinen Snack für dich, weil du so brav warst. Yay, ein Lutscher, mein Lieblingsgeschmack. Ich gehe spielen. Okay, hab viel Spaß, aber sei auch vorsichtig. Was mache ich jetzt? Eine Biene, hau ab. Nein, die Biene will meinen Lutscher, den bekommst du nicht. Das ist kein Bienensnack, das ist Lizzys Snack, der gehört mir. Die Biene ist hinter mir her, Hilfe! Böse Biene! Ja! Ich krieg dich, Biene! Ich krieg dich noch! Hau bloß ab! Ich bin so viel gerannt! Bienen sind schnell, aber ich bin schneller! Au! Mein Finger! Hey! Aua! Mama! Oh mein Gott! Mein armer kleiner Engel! Mama! Ich habe einen Splitter im Finger! Keine Sorge, ich hole ihn wieder raus! Nein, okay, warte kurz. Ich schaue in meiner Tasche nach. Mal sehen. Die Verpackung hilft nicht. Dann habe ich nur noch diese Münzen. Was mache ich denn jetzt? Hey, Moment mal, die Münzen. Liebes, halt jetzt still. So. Was? Der Splitter ist weg? Wo ist der hin? Ich habe ihn einfach entfernt, siehst du? Yay, danke, Mama, du bist die Beste. Die Biene ist wieder da. Renn weg. Okay, das wird eine kleine, lustige Party. Alles ist so niedlich dekoriert. Die Becher hier will ich lieber anders stapeln. Hi, Mama. Oh, Limo und Chips. Cool. Ich habe so Hunger. Oh, da liegen ja Süßigkeiten. Oh, was ist das denn? Ist das ein Notizzettel?
Oh, das ist für die Party. Wie uncool. Dann suche ich etwas anderes zum Snacken. Ah, das ist auch für die Party? Selbst die Marmelade? Was ist mit dem Ei? Manno, wieso ist das Ei für die Party? Alles in dem Kühlschrank ist für diese blöde Party. Halt, warte, da ist ja Pizza. Und da ist kein Notizzettel drauf. Schmackofatz, Pizza esse ich am liebsten. Die wird bestimmt voll gut schmecken. Wow, da ist so viel Salami drauf. Hä? Nein, die Pizza ist für die Party. Ist sie nicht. Aber Mama, bitte. Ich bin so hungrig. Oh. Ich werde noch verhungern. Mama ist da drüben und telefoniert. Sie sieht nicht her, also schnappe ich mir ein Pizzastück. Nur ein kleines Stückchen. Einmal hier entlang und dann dort entlang fahren. Und auch durch die Kruste. Das riecht so gut. Und dann noch ein Stück, das genauso groß ist wie das erste. Gut so. Jetzt schnappe ich mir ein Stück. Lecker. Pizza time. Oh, nom, 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 nom. Ich will noch ein Stück. Das schmeckt bestimmt genauso gut wie das erste. Hm. Oh oh, Mama schaut gleich rüber. Oh, sie kommt gleich her. Schnell, ich muss die Beweise vernichten. Liebling, Finger weg von der Pizza, habe ich gesagt. Ich wollte sie nur für die Party schneiden. Oh, verstehe, wie lieb von dir. Ich muss meinen Feed mit neuen Selfies aktualisieren. Yay, der Unterricht ist vorbei. Endlich Zeit für Social Media. Wow, sie hat aber einen schönen Laptop. Alles, was ich habe, ist dieses Überbleibsel von meinem Vater, dem König. Oh, der funktioniert nicht mal mehr richtig. Oh, wie hart, als Prinzessin pleite zu sein. Okay, ich stütze das einfach. Oh, das bringt doch nichts. Moment mal. Ich denke, das könnte klappen. Ich brauche nur diesen Bilderrahmen. Der hat sein eigenes Bein als Stütze. Hey, guck mal, was ich gemacht habe. Wow. Ich hoffe, pleite sein ist nicht ansteckend. Piu, piu. Oh nein, ein Dino. Hatschi. Hatschi. Oh nein, ich komme, Sohn. Hatschi. Mein armer Junge. Alles in Ordnung, Liebling? Was ist das Problem, Kumpel? Ich fühle mich krank. Dann decken wir dich mal zu. So, Wärme hilft immer. Und etwas Medizin brauchst du auch. Gleich fühlst du dich besser. Mach den Mund auf. Nein, ich mag nicht. Die musst du nehmen. Liebling, tu etwas. Ich hab's. Wieso nimmst du nicht den Lollipop stattdessen? Ha, reingelegt. Den kriegst du, wenn du deine Medizin genommen hast. Na los. Es funktioniert nicht. Ich will keine Medizin nehmen. Hm, das ist echt schwierig. Oh, hey, ich habe eine Idee. Meine Limo. Er darf keine Limo trinken. Lass mich ausreden. Schneide ein Fenster in eine leere Limo-Dose. Vorsichtig, damit du dich nicht schneidest. Das sollte groß genug sein. Falte das Stück zurück. Dann stellst du die Medizinflasche in die Dose. Nun stecke ich einen Strohhalm in die Flasche. Und schließe die Dose wieder. Echt clever, hä? Psst, das ist gar keine Limo. Echt clever. Hey Noah, willst du Limo trinken? Ja, voll gern. Hm, echt lecker. Braver Junge. Bald wird es dir besser gehen. Hast du gehört, Kumpel? Wow, die Limo ist echt gut. Mir geht schon viel besser. Ich nehme den Ring, bitte. Wow, der Diamant ist so schön. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Oh, ich weiß. Hm, ich frage mich, ob ich ihr vielleicht helfen kann. Oh ja. Hey, ich habe hier eine Überraschung für dich. Diese Nelke ließ mich an dich denken. Oh, das ist so süß. Und ich habe diesen Ring für dich. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Okay, ich bin bereit. Okay, hier kommt er. Da. Ein Traum wird wahr, ich muss Fotos machen.
Du bist echt der Beste. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Ja, nimm den blöden Ring weg. Es läuft wieder nichts Gutes im Fernsehen. Was ist das? Oh mein Gott, die muss ich haben. Siehst du die? Die brauche ich. Worauf wartest du dann? Los! Hä? Wer bist du? Oh, na gut. Nimm sie, gerne. Miss, bitte sehr. Ja, ich liebe sie so sehr. Ab in den Müll. Hä? Warte mal. Echt jetzt? Ich kann's nicht fassen. Guck dir die an. Die sind so schön. Denk nicht dran, du willst sie? Dann musst du bezahlen. Okay, na gut. Ich hab das hier, reicht das? Super, danke. Ja! Warte, was ist das auf dem Schuh? Kein Problem, das kann ich reparieren. Schauen wir mal, wo ist er? Oh, da ist ja der Marker, den ich gesucht habe. Zeit, die kaputte Stelle zu übermalen. Das funktioniert ja voll gut. Wow, die schauen wie neu aus. Ich kann nicht fassen, wie viel Glück ich mit diesen Schuhen hatte. Und dann hat sie den Test auch total verhauen. Krass, wo hast du die Schuhe her? Was? Bist du jetzt reich oder so? Ich muss nur kurz meine Füße ausruhen. Und meine Schuhriemen zumachen. Hä, was macht sie da? Ich kapiere es nicht. Sie ist so komisch. Lass uns abhauen. Was zum Henker? Wo gehen die hin? Okay, ich bin bereit für diesen Schultag. Das ist das richtige Heft. Oh, hi. Bereit für den Unterricht? Meine Sachen bitte. Ja, das sind alle meine Stunden heute. Geh bitte, ich brauch dich erstmal nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach ja, natürlich, wir haben ja Mathe. Das ist der Laptop, den ich brauche. Was? Der Akku ist leer? Hefte und Stifte brauchen keine Batterien. Ja, also... Mist, sie hat recht. Was soll ich denn jetzt nur machen? Hier, nimm ein Blatt von mir. Oh, also, danke. Hier hast du auch einen Stift. Den Nagel mit der Feile ein wenig bearbeiten. Wuhu, ich bin ein Wirbelsturm, ich drehe mich nur im Kreis. Blase dich weg! Ich bin die Schnellste auf der ganzen Welt! Lizzie, stopp! Hör auf, hier rumzurennen! Beruhige dich und setz dich an den Tisch! Schau mal, hier sind deine Stifte! Warum malst du nicht lieber ein Bild? Endlich etwas Ruhe! Jetzt kann ich mich wieder konzentrieren! Moment mal, was ist das da in ihrem Gesicht? Oh, das darf doch nicht wahr sein! Schon wieder ein Fiasko! Schätze, ich muss ihr die wieder wegnehmen! Lizzie, was machst du denn da? Lecker, aber ich brauche Gelb für mein Bild. Wie schafft sie es nur immer, so ein Chaos anzurichten? Sie treibt mich heute noch in den Wahnsinn. Was kann ich tun? Oh, die Skittles. Ich habe eine geniale Idee. Mit dieser Eiswürfelschale und den Süßigkeiten kann ich etwas anfangen. Okay, zuerst lege ich die Bonbons in die Schale. Passende Farben natürlich. Jetzt kommt etwas Wasser drauf. Der letzte. Oh, die Bonbons geben schon die Farbe ab. Sie färben das Wasser ein. Jetzt hole ich die Bonbons raus und friere das Wasser ein. Lizzie, Liebes, ich habe hier besondere Farben für dich. Die sind aber schön und die schmecken auch gut. Jetzt kann ich mein Bild zu Ende malen. Oh mein Gott, so ein schönes Bild. Mein Herz hüpft vor Freude. Vielen Dank, Lizzie, du bist eine tolle Künstlerin. Das ist wirklich so unfassbar traurig. Was ist los? Dieses Buch ist herzzerreißend. Ach, Liebling. Ach, hör auf, deine Nägel zu beißen. Ach ja, sorry.
Was ist dieses Geräusch? Stacy, was habe ich gerade gesagt? Hoffentlich gibt es ein Happy End. Wie bringe ich sie dazu, damit aufzuhören? Ich habe eine Idee. Schneide ein kreisförmiges Stück Schwamm ab. Fahre mit einem Glättereisen darüber. Lege den Schaumstoff über ein Loch auf einem Winkelmesser. Dann brauchst du eine Murmel. Drücke die Murmel in den Schaumstoff. So entsteht ein Dimpel. Genau wie ich. Entferne den Schaumstoff vom Winkelmesser. Schneide Löcher in ein rundes Schaumstoffstück und lege die Dimpels darüber. Nun brauchst du etwas Kleber. Gib eine dünne Schicht Kleber auf den Rand des Kreises. Bist du damit fertig, legst du noch ein Schaumstoffstück mit Löchern und Dimpels darüber. Befestige bunten Schaumstoff ringsherum. Füge mehr Kleber und Dimpels hinzu. Das wird Stacy beschäftigt halten. Hey Stacy! Hä? Ist das für mich? Wow, das ist toll, Mom. Danke. Und schon beißt sie nicht mehr ihre Nägel. Das Buch ist echt spannend. Wow, das wusste ich ja noch gar nicht. Hehe, das wird ein Kinderspiel. Das ist voll laut. Ich muss los. Keine Sorge. Hilfe naht. Es gibt eine Sache, die ich hasse. Kriminalität. Hey, aufhören. Lass das Geld fallen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, ja, das sagen sie alle. Sorry, bin spät dran. Hab noch eine Maniküre gebraucht. Nimm das. Verbrechen zahlt sich doch aus. Nice. Was? Warum hast du das gemacht? Sieht so aus, als sei meine Arbeit hier getan. Was zum... Wo bin ich? Oh, gehen wir shoppen? Wow, das ist so aufregend. Wow, so viele coole Sachen. Wow, ich wollte schon immer Krallen haben. Ha, als ob. Die wären echt toll. Was? Wie viel? Siehst du das auch? Dafür müsste ich eine Bank ausrauben. Oh, das ist aber süß. Was hältst du davon? Sieht schön aus. Das wird mir voll stehen. Ich probiere es an. Oh, sie ist so nervig. Oh, hey, alles okay? Was ist passiert? Wo bin ich? Keine Sorge. Hä? Oh, das Kostüm wollte ich schon immer haben. Bin gleich wieder da. Das gefällt mir. Wow. Hey, du. Wie sehe ich aus? Sehr hübsch. Du darfst mich jeden Tag retten. Oh, wie lieb von dir. Ich weiß, ich sehe so gut aus. Hey! Wirklich, du siehst sehr hübsch aus. Ahem, was glaubst du, was du da tust? Oh nein, ich muss weg. Oh, das ist mein Kostüm. Wieso funktioniert das nicht? Ich bin stinkwütend. Na los! Hey, beruhige dich. Ach, wo ist sie hin? Okay, dann waschen wir mal deine Haare. Hey, kleines Entchen, ich liebe Baden. Jetzt brauchen wir Shampoo. Quack, quack, das ist so lustig. Meine Augen. Aber tut mir leid, Alex. Was mache ich denn jetzt? Ich habe gerade ganz tolle Schmerzen. Warte, ich hab's. Meine Mütze. Ich habe den oberen Teil abgeschnitten. Jetzt ist es ein Visier. Damit sollte es gehen. Wow, das gefällt mir, Mama. Jetzt bekomme ich schöne Haare und kann auch noch was sehen. Sogar Entchen gefällt das. Da bin ich aber froh. Mit dem Poppet könnte ich den ganzen Tag spielen. Oh, warte mal, der Deckel ist ja noch drauf. Oh, oh, das klingt nicht gut. Papa, wir könnten ein Problem haben. Was? Worauf wartest du noch? Los, los, los! Keine Bange, ich habe alles im Griff. Wow! Was zur? Ein bisschen Privatsphäre bitte? Wir lassen dich in Ruhe. Hör auf, mich so rumzuschleudern. Halte durch, ich muss erstmal Luft schnappen. Ich bin nicht mehr so fit wie früher. Wow, das sind eine Menge Stufen. Wir bräuchten einen Fahrstuhl. Komm schon, Papa. Na los, auf geht's. Wie viel wiegst du eigentlich? Aus dem Weg. Es gehört ganz dir, mein Schatz. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ich gucke auch nicht. Es ist zu kalt. Ich muss hier runter. Hä? Was stimmt nicht? Es ist die Klobrille, guck doch. Das ist nicht so gut. Warte mal. Dein Poppet wird helfen. Zuerst löse ich diese Noppen. Das fühlt sich gut an. Dann klebe ich sie auf die Klobrille. Wow, das ist schön bunt.
und wird dich vor der kalten Klobrille schützen. Oh, machen wir noch ein Herz. Wow, das sieht toll aus. Das war's. Was sagst du dazu, Gabby? Wow, super. Los geht's. Ich kann selbst kaum erwarten. Papa? Sorry, Süße. Das fühlt sich voll gemütlich an. Ah, das ist viel besser. Was hast du denn gegessen? Gabby, bist du fertig? Das macht so viel Spaß. Damit kann man sich auch die Zeit vertreiben. Danke, Papa. Ich freue mich, wenn ich helfen konnte. Ich möchte, dass du dich um Gabby kümmerst, während wir weg sind. Um Gabby kümmern? Alles klar. Und keinen Blödsinn machen. Das ist fantastisch. Zu schnell. Warte, das ist mein Telefon. Uff. Stopp, Gabby. Sonst muss ich noch kotzen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich bin fix und fertig. Das ist langweilig. Ich hatte mehr Spaß beim Spielen mit Alex. Endlich kann ich relaxen. Das ist schon besser. Die sehen voll cool aus. Ich hätte auch gerne Tattoos, aber ich habe nicht genug Geld. Warte mal. Ich weiß, genau die brauche ich. Und das Beste ist, ich brauche keine Nadel, die wehtut. Das sieht ziemlich gut aus. Ich sehe toll aus. Hey Alex, guck mal. Hä? Huh? Was zur... Ziemlich cool, was? Ich sehe aus wie du. Ich war noch nie so glücklich. Wir sind jetzt Tattoo-Freunde. Ich fühle mich quicklebendig. Das ist ziemlich cool. Oh oh, Mama und Papa sind schon zurück. Sie sind zu früh. Oh nein, wir müssen dich sauber machen. Aber meine Tattoos, ich habe sie eben erst bekommen. Sie dürfen dich so nicht sehen. Ich muss das beheben und zwar schnell. Nicht bewegen. Ich klebe das Tape über das Tattoo und ziehe es dann vorsichtig ab. Nein, Alex. Bitte, mach das nicht. Schau, wie sich das Tattoo ablöst. Wir müssen nicht schrubben. Das geht schnell und einfach. Das klappt perfekt. Das kitzelt irgendwie. Das ist das Letzte. Und gerade noch rechtzeitig. Puh, bin ich erleichtert. Aber ich habe meine Tattoos gemocht. Das ist ungerecht. Was für ein Tag. Oh, hey, Schatz. Hey, was ist mit deinen Tattoos passiert? Oh, stimmt. Ich verrate dir ein Geheimnis. Die waren nicht echt. Ach, du bist voll lahm. Sieht aus, als ob du Spaß hattest. Wach auf. Wach auf, mein kleiner Engel. Oh, hey, Mama. Ist schon morgen? Du musst jetzt aufstehen, na los. Mama, bist du hier drin? Es wird Zeit, dir die Zähne zu putzen. Oh, ich hasse das. Niemand mag morgendlichen Mundgeruch. Ich will aber nicht. So nicht, junger Mann. Du putzt dir jetzt die Zähne. Nein, mach ich nicht. Komm schon, nimm die Zahnbürste. Uch, na gut, aber ich bin nicht glücklich damit. Das ist voll mies. Ich möchte sie funkeln sehen. Alex? Ich höre kein Putzen. Oh, ich fange jetzt an. Ich behalte dich im Auge. Ja, ja, von wegen. Puh, sie ist weg. Ich werde es auf keinen Fall machen. Warum braucht Alex denn so lange? Ich gehe mal lieber nach ihm schauen. Alex, alles okay bei dir? Was? Was ist hier passiert? Das Bad ist der reinste Saustall. Überall ist Zahnpasta verschmiert. Ich kann das nicht glauben. Was hast du getan? Oh-oh. Gib das her. Ich bin so sauer. Warte, das bringt mich auf eine Idee. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Mit dem Pop-It bringe ich Alex dazu, sich die Zähne zu putzen. Zuerst brauche ich Zahnpasta. Ich gebe Zahnpasta in jedes Grübchen. Ich brauche nicht viel. Das sollte schon reichen. Jetzt streue ich Backpulver drüber. Das Backpulver härtet die Zahnpasta aus. Okay, Alex, nimm die. Wo ist die Zahnpasta? Halt dich fest. Ich habe etwas Besonderes für dich. Schau dir das mal an. Willst du es versuchen? Wow, sieht aus wie Bonbons. Das sieht lecker aus. Minze. Das ist toll. Meine Zähne werden jetzt schön sauber. Mir ist langweilig. Ich möchte gern was Lustiges machen. Ich weiß, wie ich Gabby aufmuntern kann. Okay, los geht's. Och. Oh, hey, Papa. Was ist los? Ich habe ein lustiges Spiel. Du musst das Wort anhand dieser beiden Hinweise erraten. Okay. Das ist ein Mikroskop und ein Telefon. Warte, ich hab's. Mikrofon. Wuhuhu, ihihihi. Ja, du hast es erfasst. Und ich habe hier eins.
Du bist die Gewinnerin. Oh yeah. La 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 la. Ich habe eine tolle Idee. Karaoke? Dann los. Das macht riesig viel Spaß. Oh yeah, hippity hoppity yo. Nein, wo ist meine E-Mail hin? Ich wollte das Bild nicht an meinen Chef schicken. Papa, willst du ein Spiel spielen? Oh, ich würde gerne, aber ich muss arbeiten. Komm schon, das wird lustig. Errate das Wort. Gabby, ich kann nicht. Bitte, Papa. Okay, aber nur dieses eine Wort. Du bist der Beste. Was denkst du, was das ist? Sieht aus wie eine von meinen Ex-Freundinnen. Ich weiß, das ist ein Monster-Truck. Du hast es erraten. Hier ist dein Preis. Oh mein Gott, das ist der beste Tag seit langem. Schau ihn dir an, eine Schönheit. Komm, lass uns spielen. Ich habe auch so einen. Brumm, brumm, brumm. Das ist viel besser als arbeiten. Hast du den Stunt gesehen? Machen wir es dir schön gemütlich. Danke, Papi. Jetzt ist Schlafenszeit. Süße Träume, mein Schatz. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht, Papi. Warte, was war das? Ich hab doch was gehört. Hallo? Ist da jemand? Oh, das ist nur der Wind. Ich mach das Fenster zu. Jetzt ist Ruhe. Und ich kann zurück ins Bett. Ich dachte schon, das war ein Monster oder so. Wie albern. Okay, was war das? Das kann nicht der Wind sein. Das ist ein Monster. Das ist gruselig. Ah, Papi, rette mich. Gabby, was ist los, Süße? Hab keine Angst. Ich bin ja hier. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Da war ein gruseliges Monster. Da ist niemand, vertrau mir. Oh, okay. Habe ich mir wohl nur eingebildet. Danke, Papi. Dann kann ich das Licht wieder ausmachen. Nein, mach das nicht. Ich mag die Dunkelheit nicht. Aber okay, lass mich nachdenken. Ich muss doch irgendwas tun können. Ich denke, ich hab's. Ich leih mir das mal kurz aus. Das wird toll werden. Zuerst brauche ich ein weißes Blatt Papier. Da schneide ich Sterne aus. Als nächstes kommt die Taschenlampe. Damit werden die Sterne an die Wand projiziert. Ziemlich hübsch, was? Das gefällt mir. Ich leg das hier hin. Jetzt hast du eine Nachtlampe. Wow, ich schlafe bei den Sternen. Das ist fantastisch. Irgendwie magisch. Und da sind definitiv keine Monster. Jetzt kann ich schlafen. Danke, Papi. Das machen Väter so. Alles Teil des Dienstes. Als Elternteil kann man jede Hilfe gebrauchen, die man bekommen kann. Und wir haben genau die richtigen Hacks und Tipps für dich, um dich zu entlasten. Welche lustigen Sachen machen deine Eltern? Schreib uns davon unten in den Kommentaren. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.